Recht herzlich willkommen zur 188. Folge von Simotrans. Ja, wir waren hier oben noch am gucken, um zu schauen, ob wir hier die Firmenzentrale hinbauen. Ja, das war mit einer der kleinsten Städte wohl, das hatten wir rausgefunden. Und jetzt wäre noch zu überlegen, was macht man und was lohnt sich. Mir fiel dann noch letztes Mal zum Schluss ein, zu schauen, was die... Nee, nicht Haltestellen machen, was die Linie machen. Eine schlechte Linie, die wir dann dadurch aufwerten können, oder? Gewinnen wir gerade eben schon richtig. Und absteigend war auch richtig. Das heißt, da wo er fährt, da läuft schlecht. Ja, das wäre Döbeln. Ich fahre 58.000 Miese ein. Er ist aber voll. Das heißt, er bringt Gäste von da nach da. Haben wir gerade den Gegenzug? Ja, da. Er hat 140, also sind die auch da. Fährt 12.000 Miese ein. War da noch ein dritter drauf? Ich glaube ja, oder? Der fuhr doch nur bis hier, ne? Ja. Und das ist er jetzt, okay. Da ist er. Der hat nur 65 Fahrgäste. Ja, 140, 160, 65. Und negativ besetzte Linie. Also Verlust in der Linie. Weil diese Züge zu teuer sind. Oder wie war das? Müssen wir was ändern, oder? Und das ändern wir nicht durch die Firmenzentrale. Er hat jetzt 45, 65, 92. Er müsste jetzt gleich irgendwo anhalten, oder? Und da fährt der LKW durch den Zug. Okay. Er ist doch da jetzt losgefahren, wo er vorher losgefahren ist, oder? Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir nehmen einen runter. Aber wir setzen mal in Döbeln die Firmenzentrale hin, oder? Da ist alles, was wir brauchen. Da ist der größte Knotenpunkt wahrscheinlich auch. So. Wo müssen wir die bauen? Weiß ich nicht. Wo sitzt die? Gebäudewerkzeug. Nö. Sondergebäude irgendwo, ne? Spezialbauwerke. Stopp verlegen. Markierung. Umspannwerk. Okay, Übertragungsleitung. Haus kaufen. Da kann man auch einen Skatepark mittlerweile machen. Krass. Wo ist die Firmenzentrale? Kleiner Park. Fernheizungsrohre. Skatepark. Hochspannungsleitung. Okay. Stopp verlegen. Lagerschuppen. Park and Ride Parkplatz. Krasse Sachen hier, ne? Aber das ist ein Spezial, weiß ich auch nicht. Ich war davon überzeugt, dass es dabei war. Und das macht alle keinen Sinn, dass es dabei ist. Spezialbau. Warte mal, das war hier oben, Firmensitz bauen, da ist es doch. Oh, lang, lang ist her, dass ich das mal wusste, genutzt habe. Ah, da sind wir in dem Fenster, das machen wir gerade zu. Und dann machen wir, ach guck mal, das ist doch hier so ein super Top-Plätzchen dafür, oder? Ist bestimmt auch abgedeckt.
So oder lieber hier unten? Hier geht's nicht hin, ne? Ne. Ich glaube, wir machen es hier hin, passt schon. Da ist ja hoffentlich alles abgedeckt durch die drei Haltestellen, ne? Jo, passt. Und die machen richtig Leute, ne? Gut, okay, dann haben wir das auch ergänzt. Das Tor ist natürlich hier, aber das will Entschuldigung. Ja, das will ich dann noch ändern, dass man auch da rein kann. Bauen wir noch einen Streistein. Da ist es. Hier so ein schicker Schotterweg, das ist doch was, oder? Müssen wir noch da verbinden. So, gefällt es mir besser dann. Gut, dann haben wir das auch durch. Der Pumuckl wird sich jetzt daran erfreuen können, dass wir jetzt eine Firmenzentrale haben. Aber so hat das ja gar nicht gemeint, das weiß ich. Aber er dachte sich, dass es bestimmt Sinn macht, ordentlich Geld zu scheffeln. So, wir sind jetzt hier noch bei diesem schicken, neuen, zweigleisigen Vierstädte-Tourenweg oder wie man es auch immer nennen möchte. Müssen wir mal gerade gucken, einer war eben da oben, wo ist der andere? Fährt da gerade im Bahnhof ein. Nicht erwischt, jetzt erwischt. Ist auch voll. Fährt auch Plus ein. Vielleicht sollten wir die alten TE-Züge da unten dann auch ersetzen. Wo ist der zweite? Auf jeden Fall ist das schon mal gut, dass er an der anderen Ecke ist. Ist aber gar nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist verloren gegangen. Wahrscheinlich in Lokschuppen gefahren. Dann war er doch oben in in Waldeck gerade, wo ich da vorbeikam, ne? Kann das sein? Und ist voll. Er ist nicht ganz voll. Kommt von wo jetzt? Von Waldeck, naja. Okay, das ist natürlich das letzte Stück vom Zug sozusagen. Und hier sind natürlich reichlich Fahrgäste. Ist schon wieder die Überlegung wert, so einen Zug nochmal mehr zu nehmen, ne? Weil der ist voll, der ist voll. Und am Ende fahren sie doch Top-Strecke, oder? Ich glaube auch nicht, dass er jetzt hier weniger wird, ne? Lass mal gerade den schließen und wir gucken nur den ersten Grad an. Der fährt jetzt auch mit voll weiter, bin ich von überzeugt. Hat sich zwar ein bisschen geändert dann von den Personen, die da ein- und ausgestiegen sind, aber wieder voll. Und hier. Fährt der da durch oder hält der da an? Sonderhausen hier Straße, also doch, es fällt an. Zwischenzeitlich hätten wir das ja mal rausgenommen, haben wir dann wieder reingenommen, ne? So, da ist aber nicht mehr das Fahrgastaufkommen so hoch, aber 90 Leute rundweg weg. Ja, und hier ist dann gleich weniger drin, weil nach da hinten fahren ja wohl nicht mehr viele, ne? 200 noch, aber immerhin. Für den Kindergarten ganz schön viel, ne? So, und dann ist der da. Und setzt da wie viel um? Er kommt auch schon. Hat noch 486 drin. 372 ist natürlich eine große Zahl, ne? Und 385 nimmt er mit. Wow. Das ist ja krass, da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass er so viele noch kriegt, wo der doch hier gerade erst da war. Sind in der Zeit zwei Busse angekommen oder sowas. 385 und er kommt jetzt zum Stehen mit 517, fast voll. Stellt's den dritten ein, ist es wahrscheinlich so, dass es, ne, wieder nicht reicht. So, das ist der vordere. Der ist mit 517 fast voll. Und in der nächsten ist er definitiv wahrscheinlich voll, ne? Ich glaube, wir lassen da nur zwei fahren erstmal. Gucken da später nochmal an, ob die Zahlen anpassen, ne? Er hatte mich jetzt hier gerade nur noch 88 drin, ne?
Er ist natürlich der Vordere, der dann immer voller ist und dadurch auch die besseren Gewinne hat, ne? Und wie sieht's hier aus? Voll, oder? Ja. Und dann müsste er... Obwohl, er hat ziemlich viel Platz jetzt da mit 88, ne? Steigen bestimmt auch ein paar aus, ja, aber... Zum Rosenweg, die meisten 20 steigen aus. Ja, mehr nicht wahrscheinlich, ne? Nur 20 weniger. Das heißt, er ist voll und er nimmt da ganz viele von mit dann. Okay. Das heißt, hier ist nicht mehr ein Problem mit weiteren Fahrgästen. Hier sind natürlich noch reichlich, die nach Waldeck wollen, also ist er auch gleich voll. Aber ich glaube, das lassen wir mal so stehen, wie es erst ist. Er ist nämlich jetzt voll und fährt den Rest der Strecke wahrscheinlich auch mit voll. Gut, das lassen wir. Die TEE, die sind dann die nächsten, die wir umändern werden. Die müssen wir gucken, dass wir da was umbauen. Die fahren zu viele Minus ein, ne? Wobei hier der Bahnhof, der ist da. Lokschuppen. War hier irgendwo, naja. Das bedeutet, was hatten wir für eine Lok gerade? Diese. Und dann Passagiere. Waren die drei, das glaube ich, ne? Ich glaube, erst den, den. So müsste es sein, oder? Und der kommt auf der Strecke. Töbeln-Sonderhausen? Nee. Die muss ja rot sein, ne? Guck mal, 4 Städte Bahn, 4 Städte Express. Getreide, Hadexen, Döbeln. Döbeln, Radolfzell, Fernzug, das ist es doch. Und dann starten wir den. Und dann müssen wir gucken, dass wir den sofort erwischen und der soll erstmal die andere Richtung bedienen. Soll erstmal nach Döbeln fahren. Und der hier kriegt schon mal als erstes nicht laden. Lohnt sich ja auch direkt, ne? Dann können wir das zumachen. Und er hier kriegt auch schon Bescheid. Dass er auch nicht laden soll. Das sind dann 160, 320, die hat er ja sowieso schon in petto. Und ein Museumszug, Fragezeichen. So, er kann jetzt hier ausgemustert werden, hätte ich auch gleich da drücken können, ne? So, er nimmt jetzt, also er ist noch nicht da, ich dachte, er wäre schon da. Kriegt auf jeden Fall noch ein paar Passagiere mit, denke ich. Naja, 80 Stück ist ja auch gar nicht mal so wenig. Müsste überlegen, ob man eine Wartezeit reinbaut. Dann gehen wir zu ihm verfolgen. Er wartet jetzt auf Einfahrt zu diesem Bahnhof, den er auch nicht anfährt, durchfährt. Okay, 103 Passagiere, dann ist er gleich sowieso weg. Dann können wir auch das so machen, ne? Fenster schließen. Verfolgen kannst du ausmachen. Das Fenster ist dann gleich auch weg. So, er hat 80 geladen, fährt jetzt wo? Und er ist weg. Er fährt hinter dem Güterzug hinterher. Er fährt nur 140, ist auch gut.
Ja, jetzt ist er natürlich da am Warten, was da der Güterzug macht. Fährt jetzt bis zu dem, fährt der Güterzug denn weiter? Ach so, er darf ja. Er darf eigentlich auch ein anderes Gleis nehmen, aber naja, macht er aber nicht, weil der andere. Wie, was ist mit dem überhaupt los? Hat er überhaupt was geladen? Doch, 62 Tonnen. Sah gerade nicht so aus, dass da was drin ist, ist aber wohl. Okay. Da fährt er durch mit seinen 80 Passagieren. Mal gucken, wie viel auf dem Rückweg hat. Vor allem war ja jetzt keiner, ne? Der ist ja hinter ihm, der andere TE. Der Trans-Europa-Express. So, jetzt kommt er an und 239 Passagiere. Stellt sich jetzt die Frage, was passiert mit dem zweiten, der jetzt da unten gerade ist, der 40 Passagiere hat, der schon ziemlich nah an ihm dran ist auch, ne? Gucken wir mal, was er jetzt an Passagiere noch mitnimmt, wie viel schon Busse wieder da waren. Keiner so ungefähr, das sind Fußgänger gewesen. Ich glaube, den kicken wir dann runter. Wir warten mal ab, was der am nächsten Bahnhof hier macht. Zweiter wäre natürlich schön wegen Dingens. Der ist natürlich mit 18 Euro teuer, ne? Während der 7,54 € kostet, ne? Dafür bringt der aber auch ganz viele Passagiere weg, ne? Und der nicht. Wenn du ein, zwei, dreimal rechnest, dann bist du hier bei 21 da, der ist 18, aber der kann sogar noch ein paar Passagiere mehr transportieren, wenn es sein müsste, ne? Und das sah ja gerade cool aus hier, wie der da so runtergedriftet ist. Da wieder. Ja, schauen wir mal gerade, oder? Wir sind ja jetzt am Zielort 239 und springen auf 302. Werden sogar mehr, ne? Flieger kommt gerade. Ja, 12 hier. Ich warte noch ab, was er mitnimmt. Weil er war gerade da, ne? Bringt also nichts. Der fährt sowieso jetzt da schlechte Zahlen hinterher, oder? Der andere ist 20 km langsamer. 42, da war dann ein Bus da mehr, ne? Okay, aber wir setzen den, denke ich, auf ausgemustert und der wird dann irgendwann weg sein. Ja, der ist geklärt. Wartet jetzt unglücklicherweise auf den D-Zug. Der sollte aber den Wegpunkt in der Mitte haben und den überholen können, oder? Das interessiert mich jetzt gerade. Gleis ist frei, dann müsst ihr jetzt aber woanders lang fahren, oder? Nee. Kann der nur in eine Richtung überholen? Das ist aber doof. Mach mal gerade schneller, das will ich jetzt gerade mal wissen. Der andere ist jetzt weg und er wartet hier schon wieder. Da fährt er durch. Bleibt auf dem rechten Gleis. Überholt wahrscheinlich niemanden, ne? Und immer wenn er auf der Richtung ist, dann ist ihm wahrscheinlich einer im Weg, ne? Ist er nicht. Jetzt nochmal. Überholt er irgendwann einen? Nee. Naja, dann. Was willst du machen? Ist halt so. Da hängt er jetzt hinter den Güterzügen hinterher. 437 Passagiere, da hat er keinen überholt. 310 Passagiere, macht guten Eindruck, denke ich mal. Lassen wir so. Ja, fährt aber schon 5000 Miese ein, ne? Ja, ist so. Okay, gut.
Aber ich denke, wir sind mit der Folge erstmal durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, falls ihr noch keins habt. Gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat. Macht euch die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wann das nächste Video von mir kommt. Und ja, Kommentare schreibt's rein. Den Pumuckl, dem haben wir jetzt schon seine Bewertung, da seinen Kommentar erfüllt. Wie ihr seht, der Michael Friedrich hatte letztes Mal noch geschrieben, dass ich das wieder super hier mit den Signalen geschafft hatte. Ja, Steuerung drücken und so ist klar. Das erste habe ich auch richtig gemacht. Beim letzten hat es dann wieder nicht mehr richtig funktioniert. Das war schon immer ein Teufelswerk für mich. Aber naja, irgendwie kriegt man es am Ende ja doch hin. Ja, und wenn ihr dann einen Kommentar schreibt, kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort. Ich bedanke mich und ja, würde sagen, bis demnächst. Tschüss.